Das Nephilim-Mysterium. Das sogenannte Nephilim-Mysterium ist ein Fund und gleichzeitig ein Ereignis, was im Netz für viel Gesprächsstoff sorgt und was auch möglicherweise die Entstehungsgeschichte der Menschheit neu revolutionieren könnte. Zunächst ist aber erstmal zu erklären, was Nephilim bedeutet. Oder wofür es steht. Bei dem Begriff Nephilim handelt es sich nicht um ein Element oder um eine Verbindung. Es kommt aus der altisraelischen Mythologie und handelt hierbei von riesenhaften Mischwesen, die halb Mensch, halb Gottheit gewesen sein sollen. Also richtige, traditionelle Riesen, so wie man sie auch aus Märchen kennt, die bis zu 5 oder 10 Meter hoch waren, die über eine unglaublich körperliche Stärke verfügten und gegenüber dem normalen Menschen recht boshaft gewesen sein sollen. In anderen modernen Theorien werden die Nephilim mit unterschiedlichen Namen und Bezeichnungen benannt, was von Übermenschen oder Engelswesen bis hin zu Gottheiten übergeht. Aus den esoterischen bzw. ufologischen Theorien kommt hervor, dass der Name Nephilim die Bezeichnung für außerirdische und hochzivilisierte Wesen sind, die sich einst mit den Menschen verbanden, indem sie gemeinsame Wirtschaften durchführten, Kulturen bildeten und sogar miteinander Kinder zeugten. Was in diesem Fall wohl die riesenhaften Menschenwesen waren. Die Nephilim sollen sogar aus anderen Theorien die Bezeichnung gefallene Engel bekommen haben. Was aber an dieser Stelle nichts mit dem gefallenen Engel Luzifer aus den religiösen Schriften zu tun hat. Aus der Namensdeutung gefallene Engel kann man das Wort fallen mit vom Himmel gefallen bezeichnen, oder besser gesagt abgestürzt. Dieser namentliche Kontrast kann in diesem Fall sowas wie eine Art Wink mit dem Zaunfall sein, dass es sich bei den Nephilim tatsächlich um eine außerirdische Rasse gehandelt haben soll, die mit den Menschen von damals kooperierten und zusammenlebten. Im strengen Christentum wurden solche Erzählungen und Theorien, was Außerirdische und andere Kosmen anging, stark angezweifelt, da man hier der Meinung war, dass die Nephilim eher Engel waren, die vom Himmel herabkamen, um den Menschen etwas über das göttlich Weise beizubringen. Im Christentum wird aber auch erzählt, dass die Nephilim Abstammen der sogenannten Merowech-Blutlinie waren. Merowech war einst König der Franken, der im Jahr 447 bis 458 nach Christus gelebt hatte und laut Behauptungen ein merowechischer Franke war, der von Jesus Christus und Maria Magdalena gezeugt wurde und daher göttlichen Ursprungs gewesen sein soll. Natürlich werden diese Fakten, Legenden und Theorien über die göttliche Merowech-Blutlinie von unterschiedlichen Kreisen bzw. Forschern und Theoretikern entweder untermauert oder angezweifelt. Im Netz wird zum Thema Nephilim zahlreiche Bildquellen angeboten, die zeigen, wie bei unterschiedlichen archäologischen Ausgrabungen skelettierte Überreste von riesenhaften Menschen gefunden wurden. Solche Ausgrabungen bzw. Entdeckungen sollen, laut Medien, im Iran, in Ägypten und sogar in Peru stattgefunden haben. Diese Informationen und bildlichen Beweise der skelettierten Riesenmenschen erzeugten beim Publikum im Netz für massenhafte Faszination sowie für Neugierde
und Spekulationen, ganz besonders bei Forschern und Wissenschaftlern, da durch die riesenhaften Skelettfunde wohlmöglich eine neue Ansicht der Charles Darwin-Entstehungsgeschichte des Menschen entdeckt wurde. Doch die meisten Bilder über solche Ausgrabungen wurden in ihrer Darstellung von einigen Leuten recht schnell angezweifelt, da bei dem einen oder anderen Motiv Spuren von Bildbearbeitung entdeckt wurden und somit Zweifel an diesen spektakulären Funden entstanden. Obwohl es aber auch Bildmaterial gab, das in seiner Darstellung real bzw. überzeugend wirkte. Merkwürdig hierbei ist, dass weder im Fernsehen noch auf irgendwelchen Nachrichtenportalen im Internet von diesen Funden berichtet wurden. Laut Informationen aus dem Netz soll es angeblich ein spektakuläres Ereignis gegeben haben, die Existenz der Nephilim beweisen sollen. Es fing auf der Wüstenhalbinsel Paracas an, in der Provinz Pisco, der peruanischen Region Ica, an der Südküste des Landes. Dort machte der peruanische Archäologe Julio Tello 1928 eine erstaunliche Entdeckung. Er fand ein großes und kunstvolles Gräberfeld mit Gebeinen von menschenähnlichen Wesen, die große Langschädel aufwiesen. Diese Schädel wurden später als die sogenannten Paracas-Schädel bekannt. Angeblich soll der Archäologe Tello insgesamt 300 solcher Langschädel entdeckt haben, die laut Schätzung bis zu 3000 Jahre alt sein sollen. Also in einer historischen Zeit, wo die menschliche Rasse quasi noch in den Kinderschuhen steckte. Natürlich erregte der Fund der Paracas-Schädel bei der Bevölkerung für einen großen Medienrummel, sowie auch bei Forschern und Wissenschaftlern für Neuansichten und Erstellung weiterer Revolutionstheorien. Man wollte allerdings die Paracas-Schädel nicht als einen einfachen archäologischen Fund so hinnehmen, sondern man forschte weiter. An einem der Schädel nahm der Genetiker Breen Forsters eine DNS-Analyse vor, die er dann auch später veröffentlichte. Tatsächlich fand Forsters in der Schädelstruktur sogenannte mitochondriale DNS mit Mutationen, die bei Menschen, Tieren oder Primaten bisher unbekannt waren. Also offenbar einen biologischen Beweis für die Existenz der Nephilim. Auch wenn die Datenlage der DNS-Analyse noch lückenhaft sein soll, so fand Forsters bei der Knochenanalyse deutliche Spuren, die mit einem neuen menschenähnlichen Wesen zu tun haben, die sich vom Homo sapiens, dem Neandertaler oder vom Denisova-Menschen deutlich unterscheiden. Das Besondere an der Sache: Der Genetiker Breen Forsters wurde vor der Analyse nicht über die Hintergründe der Schädel informiert und konnte sie somit unvoreingenommen untersuchen. Natürlich erzeugten die daraus später resultierenden Ergebnisse der DNS-Analyse bei der Bevölkerung für Schockierung und gleichzeitig für Überraschung. Natürlich versuchte man auch seitens von Forschern und Anthropologen eine Erklärung für die Deformationen der Schädel herauszufinden. Zwar gibt es in Südamerika zahlreiche Beispiele für künstliche bzw. traditionelle Schädeldeformationen. Die sogenannten Langschädel oder Paracas-Schädel erzählten in ihrem Aufbau und in ihrer Struktur eine ganz andere Geschichte. Das Schädelvolumen soll ca. 25% größer und die Schädel selbst um ca. 60% schwerer als herkömmliche Menschenschädel sein. Dies deutet darauf hin,
dass die Schädel nicht durch bewusste Verformung, etwa durch Kopfbandagen oder stranguläre Einbindungen entstanden sind. Zudem weisen sie nur ein Scheitelbein auf, was beim Menschen allerdings eher paarig angelegt ist. Auch wenn man durch intensive Forschung herausfand, dass es sich bei diesen Funden tatsächlich um eine mögliche, neue, menschenähnliche Rasse gehandelt haben soll, so werden die Ergebnisse seitens von Wissenschaftlern noch weiterhin mit Zurückhaltung und Vorsicht behandelt. Doch eine Frage bleibt offen. Wenn sich die Nephilim damals mit den Menschen zusammentaten, beziehungsweise mit ihnen Familien gründeten, existieren dann solche Wesen heute immer noch? Trägt der Mensch dann nicht von Generation zu Generation weiterhin solche Spuren der Nephilim mit sich herum? Vielleicht in großen oder kleinen Mengen? Und wenn ja, zu was würde das uns wohl dann machen? Mich würde nun interessieren, wie ihr über dieses Thema denkt. Glaubt ihr daran, dass es solche riesenhafte Menschen oder alienartige Wesen damals wirklich auf der Erde gegeben haben soll? Ist es tatsächlich vorstellbar? Die gefundenen Spuren und später erforschten Ergebnisse zeigen und erzählen hierbei ihre eigenen klaren Versionen. Und wenn es so ist, sind wir dann überhaupt bereit dazu, diese Wahrheit oder diesen Fakt aus unserer vergangenen menschlichen Entstehung zu akzeptieren? Ich weiß, es ist ein recht großes und rätselhaftes Thema. Und es gibt hierzu noch viel mehr zu erzählen. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr vom Thema so haltet. An dieser Stelle will ich mich wieder bei GD Lumpi bedanken, der mich auf das Thema bzw. auf die Idee zum Video gebracht hat. Liebe Grüße an dich. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich, gehabt euch wohl.